Ungelogen, ich finde Elektroautos gut. Das hat natürlich auch mit den umweltfreundlicheren Aspekten zu tun, doch hauptsächlich mag ich die Performance. Aber elektrische Autos, so gut sie auch gemacht sind, hängt immer eine synthetische Note an. Daran wird man sich gewöhnen müssen. Doch nicht sofort. Die Mobilität wird immer elektrischer und im Gegenzug werden die scharfen Benziner weniger. Und auch Ford dünnt die Herde aus, denn der knackige Fiesta ist bald nicht mehr. Das ist aber noch lange nicht das Ende des Liedes, denn es gibt ja noch immer den Puma und als ST sogar als richtigen Sportler. Doch was macht einen richtigen Sportler aus? Nun, ich würde meinen, es ist der Trainingszustand. Beim Ford Puma ST kann man hier durchaus von austrainiert sprechen. Das Aggregat reagiert feinfühlig und enorm schnell auf jede Bewegung im Gasfuß. Dabei entwickelt er eine unterhaltsame Tonalität, die ohne den Dreizylinder-typischen Nähmaschinen-Sound auskommt. Denn unter der Haube arbeitet ein 1,5 Liter Dreizylinder, der mittels massiven Turboeinsatz auf fettfreie 200 PS hochtrainiert wurde. Objektiv betrachtet sind 200 PS heute nicht mehr weltbewegend. Doch subjektiv läuft hier eine ganz andere Geschichte ab. 200 PS sind auch nicht mehr dasselbe wie früher. Sie fühlen sich heute nach ein bisschen wenig an. Und 200 PS bekomme ich selbst im vernünftigsten Elektroauto. Ja, ich kann mir mein Steak in der Mikrowelle auch machen. Aber schmecken die zum Grill besser. Und genau deswegen sind die 200 PS vom Puma ST gefühlt 300. Wenn man sich für einen Puma ST entscheidet, dann macht man das natürlich wegen der gebotenen Performance. 6,7 Sekunden auf 100 und 220 km/h Höchstgeschwindigkeit sind in dieser Fahrzeugklasse schon ernst zu nehmen. Dazu ein fantastisch abgestimmtes Fahrwerk. Generell sind Fahrwerke eine Spezialität von Ford, doch das von Ford Performance nachgeschärfte zählt wohl zu einem der besten am Markt. Denn es kaschiert nicht nur den höheren Aufbau des Puma, sondern lässt einen chirurgisch präzise durch Kurven schneiden. Natürlich gibt es die obligatorischen Fahrmodi, Eco zum Beispiel, das zähmt das Ganze. Am anderen Ende der Skala ist der Race-Modus mit Downshift-Funktion und Launch-Control, was in so einem kleinen Auto schon richtig großes Kino ist. Aber die Sportfunktion reicht vollkommen, denn mit dem bist du genauso schnell, aber ohne schwitzige Hände. Unschwitzig, denn der Puma ST präsentiert sich im Sportstress. Das von mir ausgefasste Modell ist dabei die höchste Ausbaustufe, also ein STX. Er kommt mit 19 Zoll Alufelgen, hinter denen rote Bremsbacken lauern. Dazu Seitenschweller mit High-Gloss-Einsätzen und ein ST-Body-Styling-Kit, wovon die geprägte Frontlippe wohl das auffälligste Segment ist. In der Fahrgastzelle warten Sportsitze, die zupacken, dazu Kontrastnähte und ein Schaltknauf, der gut in der Hand liegt. Alles wirkt sportlich angezuckert, doch ohne peinliche Folklore. Die Optik geht also Hand in Hand mit der Performance des Ford Puma STX und als solcher ist er ein würdiger Vertreter der sich ausdünnenden Gattung von sportlichen Kleinwagen. Schon alleine deswegen ist er einer der letzten analogen Leuchttürme in der digitalen Flut elektrischer Hochleistungs-SUVs. Der Ford Puma STX ist einer der letzten wirklich scharfen Kleinen. Und ja, er ist natürlich auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass der Fiesta eingestellt wird, denn ein Crossover verkauft sich aktuell einfach besser. Doch so engagiert wie der Puma, nämlich egal in welcher Ausstattung und egal mit welcher Motorisierung ans Werk geht, wird uns der Fiesta nicht lange abgehen.